Katholisch 1 TV. Heute unter anderem mit diesen Themen: Umweltzerstörung und pastorale Not. Ein Priester und Experte aus der Diözese Augsburg berichtet von der Amazonas-Synode. Ökumene, ein Kirchenführer für katholische und evangelische Gotteshäuser. Und die Laternen sind fertig. Jetzt kann St. Martin kommen. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. 10.000 Kilometer liegen zwischen uns und dem Amazonasgebiet. Geografisch trennt uns die halbe Welt. Ökologisch und pastoral weit weniger, als man denken mag. Die Probleme dort sind auch unsere Probleme. Die Folgen der Umweltzerstörung und der Priestermangel sorgen auch bei uns für viel Kopfzerbrechen. Das hat die Amazonas-Synode, die vor 2 Wochen im Vatikan zu Ende ging, deutlich gezeigt. Wir haben für Sie das Wichtigste nochmal zusammengefasst und mit einem Teilnehmer der Synode gesprochen, der vergangene Woche zu Gast in Augsburg war. 85.000 Menschen wurden vor Beginn der Amazonas-Synode gehört. Neben 185 Bischöfen und Ordensleuten waren auch rund 100 Experten in Rom. Es zeigt, Papst Franziskus macht dieses Thema zum Thema aller. Eine logische Weiterführung seiner Umwelt- und Sozialenzyklika Laudato Si. Das Amazonasgebiet zählt zu den wichtigsten Ökosystemen der Welt. Die Lunge unseres Planeten wird abgeholzt, riesige Staudämme werden gebaut. Die indigene Bevölkerung kämpft um ihr Überleben. Neben den ökologischen Problemen stand auch die pastorale Situation der Menschen im Fokus. Weil es so wenige Priester gibt, wenden sich immer mehr Menschen irgendwelchen Sekten zu. Dadurch ist die Zahl der Katholiken zum Beispiel in Brasilien von über 80 auf etwa 60% zurückgegangen. Im Schlussdokument sprachen sich die Synodenväter deshalb dafür aus, dass entsprechend ausgebildete Familienväter, sogenannte Viri Probati, in den entlegenen Regionen zu Priestern geweiht werden könnten. Eine allgemeine Aufhebung des Zölibats wäre damit nicht verbunden. Auch die Frauen spielen im Amazonasgebiet bei der Glaubensweitergabe eine wichtige Rolle. Das Thema Frauendiakonat haben die Synodenväter aber nochmal vertagt. Der Papst will eine spezielle Kommission daran weiterarbeiten lassen. Wie sehr die Vorschläge der Synodenväter die katholische Kirche in Zukunft verändern werden, das liegt nun bei Papst Franziskus. Er möchte schon bis Jahresende sein nachsynodales Schreiben veröffentlichen. Ein Mann, der die Situation im Amazonasgebiet kennt und deshalb auch als Experte zur Synode eingeladen war, ist Paulo Süß. Wir sehen ihn hier mit anderen Synodenteilnehmern beim Abschlussgottesdienst im Petersdom. Professor Paulo Süß, ein bekannter Priester und Theologe, lebt seit 1966 in Brasilien. Der 81-Jährige war 10 Jahre als Priester im Amazonasgebiet tätig und hat als Theologe hochkarätige Missionsgremien in Brasilien geleitet. Ursprünglich stammt Paulo Süß aus Gundelfingen bei Dillingen. Bei einem Besuch hier in seinem Heimatbistum hat er über die Synode berichtet. Birgit Geis hat mit ihm gesprochen. Herr Professor Süß, hat die Synode das geschafft, was sie sollte, nämlich die pastorale und ökologische Situation im Amazonasgebiet in den Mittelpunkt zu stellen? Ja, ganz bestimmt. Es ging immer um Überlebensfragen der Menschheit und der Region und Amazoniens, der Indigenes und der anderen Bewohner dieser Gegend. Das war das Zentrum. Und alles andere, kirchliche Probleme in Funktion dieses Überlebens, welche Wichtigkeit hat unsere Präsenz oder unsere Nichtpräsenz, wie ist sie schädlich für diese Menschen, die dann allein gelassen werden in ihrem Überlebenskampf. Aus deutscher Sicht lag das Hauptaugenmerk auf den umstrittenen Themen wie Zölibat, Frauendiakonat. Haben Sie das Gefühl, die Synode wurde instrumentalisiert oder waren das eben genau die heißen Themen? Ja, das heiße Thema, das ist, Amazonien steckt im Brand. Das ist ein heißes Thema. Das hat ja gebrannt. Kurz vor der Amazonas-Synode sind da überall Brände gelegt worden, künstlich. Man wusste das schon 3 Tage vorher durch WhatsApp, dass da jemand ein Feuer legt, damit das Holz abgebrannt wird und das für Viehzucht dann frei wird, die Gegend. Das war einmal ein brennendes Thema im wörtlichen Sinn. Und dann der Fokus lag eben auf der Zukunft, auf der Ökologie. Dieses Amazonen ist bedroht von der Zerstörung des Planeten Erde. Gut. Wie können wir jetzt da mithelfen, das zu unterbrechen und da umzukehren?
Und da gibt es also eine pastorale Umkehr. Wir müssen mal präsent sein in dieser Gegend. Und dann kam das Problem ja in den Gemeinden. Da kommt der Priester oft nur einmal im Jahr hin. Aber es geht jetzt nicht um Priesterpräsenz, sondern es geht um die Präsenz der Eucharistie, die so eine Gemeinde lebensfähig macht. Zum Katholischen gehört das Wort und gehört das Sakrament. Und das geht schon fast ein Jahrhundert so, dass da niemand da ist. Wir haben die getauft und dann alleine gelassen. Der heilige Paulus hat immer in seinen Gemeinden, die er gewonnen hat für das Christentum Korinth, war einige Monate bei ihnen und hat dann einen Ältesten eingesetzt, dass er da Eucharistie feiert. Das Sakrament ist wichtig, das Tod und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wenn diese Gemeinden da gestärkt sind, sind sie auch stärker in der Verteidigung ihrer Überlebensrechte. Wo das nicht der Fall ist, wo der Priester nur einmal im Jahr hinkommt oder weniger, da haben die Sekten freies Spiel. Und da kommt dann die Sache mit Viri Probati. Das ist, darf also nicht isoliert gesehen werden, sondern in diesem Zusammenhang Stärkung der Gemeinden und der Verteidigung dieses Amazonien, das bedroht ist. Also das mal eines, die Frauenfrage. Ja, wie kommt die herein? Die meisten Pastoralträger der Region sind ja Frauen. Die Frauen, dann ging es darum, können sie Leitungsfunktion haben? Die Synode hat gesagt, ja, sie können Gemeindeleiterinnen sein und so weiter. Ja, und wie ist es mit dem Diakonat der Frauen? Ja, da gab es also eine Kommission, die kam zu keinem Ergebnis. Dann sagt die Synode, also es gab eine Kommission, sie kam zu keinem Ergebnis, ob das sein kann. Wir müssen also das weiter studieren und hat sozusagen dem Papst den Ball zugespielt. Er kann da ja dann irgendwelche Entscheidungen einleiten in dieser Richtung. Denn praktisch sind die Frauen ja Diakonissen in diesen Gemeinden, leiten diese Gemeinde. Und das ist wichtig, dass wir nicht die Frauen auch noch verlieren. Sie leben seit rund 50 Jahren in Brasilien, waren dort auch als Priester im Amazonasgebiet tätig. Weshalb herrscht in Brasilien so großer Priestermangel? Verglichen mit Deutschland ist ja die Katholikenzahl in Brasilien immer noch sehr hoch mit 50-60%. Das ist kulturell bedingt, weil das sehr schwierig ist, da am Ende der Welt da ein Priester, der unter den bisherigen Bedingungen ausgebildet wurde, dass er dann da alleine da ist, also vielleicht 400 Kilometer entfernt von seinem Diözesansitz, vom Bischof und so, wenig Kontakt mit Kollegen hat, da ist eine Familie schon ein wichtiger Stützpunkt. Und da müssen wir Menschen nehmen, die in dieser Ambiente da groß geworden sind, die da aufgewachsen sind. Und die sind da. Wir brauchen ihnen nur die Hand auflegen. Sie haben als Experte Ihr Wissen in die Synode mit eingebracht, waren aber nicht stimmberechtigt. Nun haben Sie so einen schönen Vergleich gebracht. Die Experten mussten den Ball vors Tor bringen, aber die Bischöfe mussten ihn reinkicken. Haben die das denn getan? Ja, die meisten Bälle haben die wohl reingekickt, aber eben auch in dieser Vorsicht, um nichts da kaputt zu machen oder das zu riskieren, dass das dann abgelehnt wird von der Synode, weil da eben auch verschiedene Sektoren da waren, verschiedene Seilschaften, wie in der ganzen Kirche. Das heißt nicht, dass die Kirche gespalten ist, sondern das gehört eben zum Volk Gottes, dass da verschiedene Gruppierungen da sind und man sich dann verständigen muss. Und die Synode hat ja keine beschließende Funktion. Die Synode hat ein Vorschlagsrecht für den Papst. Und es wurden die meisten Dinge, Bälle vor dem Tor, wurden als Vorschlag angenommen. Also da, dass der Papst dann auch das Tor schießt, denn er ist der eigentliche Torschütze in der katholischen Kirche, nach synodalen Kirche. Aber wir sind auch aufgerufen, da mitzuhören. Das Volk Gottes ist aufgerufen, da auch sich am Torschießen zu beteiligen. Die Amazonas-Synode stand diese Woche auch noch mal beim Treffen aller bayerischen Bischöfe auf der Tagesordnung. Mehr dazu jetzt in den Kurznachrichten. Die bayerischen Bischöfe haben sich in dieser Woche zur Herbstvollversammlung der Freisinger Bischofskonferenz in München getroffen.
Der Schutz von Gottes Schöpfung ist eine drängende Herausforderung am Amazonas wie in Europa, betonte Reinhard Kardinal Marx bei der Abschlusspressekonferenz. Die Bischöfe hatten daher beschlossen, dass kirchliche Träger mit Landbesitz einen aktiven Beitrag zum Arten-, Wasser-, Boden- und Klimaschutz leisten sollten. Eine spezielle Arbeitsgruppe soll bis zum nächsten Frühjahr ein Maßnahmenpaket entwickeln und vorlegen. Ich weise darauf hin, dass seit 2007 die katholische Kirche Bündnispartner der bayerischen Staatsregierung ist bei der Klimaallianz. Also wir feiern jetzt das 15-jährige Bestehen. Das Thema ist also nicht erst jetzt auf die Agenda gekommen. Das möchte ich doch unterstreichen. Aber es hat eine neue Dynamik bekommen. Gott sei Dank. Auch in den Pfarrgemeinden wurde in den vergangenen 2 Jahren das kirchliche Umweltmanagementsystem ausgebaut. Dazu wurden 150 Auditoren und 30 Umweltmanager ausgebildet. Die Freisinger Bischofskonferenz ist die Versammlung der Bischöfe der 7 bayerischen Diözesen sowie der Diözese Speyer. Sie kommen jeweils im Frühjahr und Herbst zur Beratung zusammen. Werde Glaubensstifter. Unter diesem Motto steht der Diaspora-Sonntag am 17. November. Das Bonifatiuswerk der Katholiken will damit auf die Herausforderungen katholischer Christen aufmerksam machen, die als Minderheit in der Gesellschaft ihren Glauben leben. Als Zeichen der Solidarität kommt die deutschlandweite Kollekte nächsten Sonntag Gemeinden und Projekten in der Diaspora zugute. In Berlin zum Beispiel betreiben die Schwestern von Mutter Teresa zusammen mit Ehrenamtlichen eine Notunterkunft für bedürftige Menschen. Nach 100 Tagen im Amt hat der neue bischöfliche Finanzdirektor Jerome Oliver Queller eine erste persönliche Bilanz gezogen. Im sonntäglichen Studiotalk Cappuccino bei Radio Augsburg hat der Chefökonom im Bistum jetzt erzählt, wie er als Mann aus der Industrie und die Diözese einander gefunden haben, was anders ist als in der freien Wirtschaft und was gleich, und wie er im Ordinariat aufgenommen worden ist. Einen sehr guten Einstieg gefunden. Die Kolleginnen und Kollegen haben mich wunderbar unterstützt. Ist auch kein Wunder, mein Vorgänger Dr. Donaubauer hat doch ein sehr professionelles Team hinterlassen. Auf die Art und Weise hat man wirklich ein starkes Schulterbrett sozusagen, auf die man sich sozusagen auch zurückziehen kann. Die Fragestellungen, die sich ergeben, sind viel umfangreicher, als ich doch am Anfang erwartet hätte. Und das sehe ich als ideale Herausforderung für mich, weil ich bin ja hier angetreten, um auch was nach vorne zu bewirken. Und da muss man sich mit den Themen auseinandersetzen. Und die ersten 100 Tage haben mich da nicht enttäuscht. Der komplette Hörfunk-Talk von Jerome Oliver Queller bei Radio Augsburg kann auf der Homepage des Bistums nachgehört werden. Am kommenden Samstag findet ein Informationstag zum Diakonenamt statt. Von 10 bis 13 Uhr können sich interessierte Männer im Augsburger Haus St. Ulrich über die Ausbildung sowie den Einsatz als ständiger Diakon informieren. Das Weiheamt des Diakons wurde mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil 1969 eingeführt. Ständige Diakone sind meist verheiratete Männer, die in ihrer Pfarrei mitarbeiten oder in besonderen Seelsorgebereichen tätig sind, zum Beispiel in der Notfall- oder Trauerseelsorge. Nähere Informationen gibt es auch bei der Arbeitsstelle Ständiger Diakonat. Und eine ausführliche Porträtreihe mit verschiedenen Diakonen finden Sie auch auf unserer Homepage katholisch1.tv in einem eigenen Themenordner. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es gleich weiter mit den Kindergartenkindern aus Bar Ebenhausen. Wir haben Ihnen bei den Vorbereitungen fürs Martinsfest über die Schulter geschaut. Und außerdem stellen wir Ihnen einen ökumenischen Kirchenführer vor. Wir haben damit gleich schon eine kleine Runde durchs Bistum gemacht. Bayerns ältester Leonhardi-Ritt führt durch Inchenhofen und lässt sich bis ins Jahr 1457 zurückverfolgen. Und seit 1965 ziehen die Wagen Jahr für Jahr ohne Unterbrechung durch den kleinen Ort, der übrigens mal zu den größten Wallfahrtsorten der Welt gehörte. So heißt es jedenfalls. Fest steht, mit seinen 200 Pferden, 50 Darstellern, vielen Motivwagen und Kutschen ist der Leonhardi-Ritt ein echtes Ereignis. Bei all dem Trubel vergessen die Organisatoren nie, um was oder besser wen es eigentlich geht, den heiligen Leonhard. Der Legende nach hat Leonhard die hochschwangere Frau des damaligen Königs gerettet. Zum Dank wollte dieser ihn reich beschenken. Doch Leonhard erbat für sich nur so viel Grund und Boden, wie er mit einem Esel in einer Nacht umreiten könne.
alles hat an diesem Tag Tradition. Am frühen Morgen trafen sich Darsteller und Fahrer mit den Helfern und Organisatoren in Arnhofen, rund einen Kilometer außerhalb von Inchenhofen. Hier wurde den Kutschen und Festwagen der letzte Feinschliff verpasst und auch die Menschen machten sich fein für den Leonhardi-Ritt. Es ist ein eingespieltes Team unter der Leitung von Hans Schweizer, der seit über 50 Jahren in verschiedenen Funktionen mit dabei ist. Man sieht ja die Begeisterung, also die Leute, die mitmachen, die Darsteller etc., dass jeder dabei ist. Also da wird es nicht langweilig dann. Langweilig wird es da den Job als Erster sowieso nicht, weil da ist immer was geboten, ob es mit den Roserer ist oder mit den Darstellern. Gestern Nacht haben wir noch einen kleinen Unfall gehabt, also nicht wir, sondern eine Darstellerin hat sich noch ein paar Zehen gebrochen gehabt. Die ruft mir die Nacht um 7 an, also sie fällt aus. Ja, dann sucht man halt einen Ersatz und das ist kein großes Problem nicht gewesen. Ich habe eine angerufen und schon war die bereit, dass sie mitmacht. Also das wird es dann nicht langweilig in den Job. Angeführt wurde der Festzug passenderweise von einem Leonhard. Leonhard Scherer trug so wie seit vielen Jahren das Kreuz an der Spitze. Den Kern und Höhepunkt des Tages bildeten aber wieder die 19 Motivwagen, auf denen Darsteller die wichtigsten Stationen aus dem Leben des heiligen Leonhards zeigten, so wie zum Beispiel die Taufe des heiligen Leonhards durch Bischof Remigius. Sein Taufpate war der König selbst. Dreimal ziehen die Wagen um die Kirche in Inchenhofen. Rund 2 Stunden lang dauerte der Leonhardi-Ritt. Für die Darsteller ist das sehr anstrengend. Sie müssen auf einer wackeligen Pferdekutsche das Gleichgewicht halten und in stets einer Position still verharren. Leonhard wird oft als Kettenheiliger bezeichnet, weil er sich für Gefangene eingesetzt hat. Auch für das angekettete Vieh wird er um Schutz gebeten, ist einer der 14 Nothelfer. Ehrengast des diesjährigen Leonhardi-Rittes war Weihbischof Florian Wörner, der bereits zum 2. Mal mit dabei war. Heute Vormittag haben wir schon festlichen Gottesdienst gehabt. Viele Leute sind gekommen. Man merkt schon, dass hier das Patrozinium der heilige Leonhard im Bewusstsein der Menschen ist. Und Leonhard ist ja nicht nur der Patron der Tiere, sondern auch, ich sage es mal so, der Patron der Freiheit der Kinder Gottes. Das war heute Vormittag Thema. Und Freiheit ist die Sehnsucht von uns allen. Er wird ja mit den aufgesprengten Ketten dargestellt, weil er sich für die Gefangenen eingesetzt hat. Die Ehrengäste waren eine Runde um die Kirche im Zug mitgefahren. Danach schauten sie von der Tribüne aus zu. Auch das eine gute Tradition hier in Inchenhofen. Pfarrer Stefan Gast segnete von hier aus alle Teilnehmer. Der Leonhardi-Ritt ist Ausdruck einer großen Volksfrömmigkeit in der Region. Bierzeltstimmung sucht man hier vergebens. Seit mehr als 700 Jahren wird der heilige Leonhard in Inchenhofen verehrt. Im Hochmittelalter war die kleine Marktgemeinde ein bedeutender Wallfahrtsort, der viertwichtigste der bekannten Welt, nach Jerusalem, Rom und Santiago de Compostela. So heißt es jedenfalls. Damals seien bis zu 500.000 Wallfahrer im Jahr hierher gepilgert. Seit 1659 gibt es sogar eine päpstlich genehmigte Erzbruderschaft. Heute ist Inchenhofen eher beschaulich, aber der Leonhardi-Ritt ist immer noch Anziehungspunkt für Tausende von Menschen. Es gibt heutzutage für jeden Anlass einen Welttag. Den Welttag der Kinder, den Weltbienentag oder den Tag der Meere. Wenn es einen Welttag des Teilens gäbe, dann wäre das sicher der 11. November. Der Tag des heiligen Martin. Bis heute erinnern Martins Umzüge in Pfarreien und Kindergärten an die hochherzige Tat des späteren Bischofs von Tours, der, als er noch Soldat war, beim Anblick eines Bettlers seinen warmen Mantel teilte und mit dieser spontanen Tat Vorbild für uns alle wurde. Denn Teilen kommt aus dem Herzen. Im Kindergarten St. Martin in Bar Ebenhausen dreht sich vor dem 11.11. natürlich auch ganz viel um den heiligen Martin. Dazu gehört Laternenbasteln, Martinsgänsebacken und Liederüben. Und auch ein ganz modernes Martinsspiel. Darüber wollten wir ein bisschen mehr wissen und haben den Kindergarten besucht. Ein Kindergarten mit dem Namen St. Martin ist dem heiligen Martin naturgemäß eng verbunden. Und so spielt die Vorbereitung auf den Martinstag am 11. November eine große Rolle. In der Woche vor dem Martinsumzug wird in der Mäusegruppe noch an ein paar Laternen gebastelt. Aber ganz viele sind auch schon fertig. Bis zum Martinsumzug ist es ja auch nicht mehr weit hin. An einem anderen Tisch backen Kinder mit Kindergärtnerin Evelyn Braun fleißig Martinsgänse. Auch hier sind alle mit großem Eifer dabei. Teig ausrollen, naschen, ausstechen, alles macht Spaß. Die Kinder haben vorher spielerisch gelernt, was der heilige Martin mit Gänsen zu tun hat.
Im Kindergarten St. Martin öffnet sich für die Kinder eine ganz kleine Theaterbühne. Hier wird die Geschichte von Martin, der sich in den Gänsestall geflüchtet hatte, damit die Leute ihn nicht finden und zum Bischof wählen können, in 12 Bildern erzählt. Und die Kinder erzählen selbst mit. Es ist also eher wie ein Theater zum Mitmachen. Wir haben das schon lange hier im Kindergarten und wir erzählen halt auch die klassischen Bilderbücher, aber eben auch das mit dem Gänsestall ist halt auch sehr schön und bei diesen Bildern und die Kinder können so richtig miterleben. Man öffnet ein Theater, die Kinderaugen, die leuchten dann. Es ist wirklich toll, mit so einem Theater spielen zu können. Teilen ist ganz wichtig, nicht nur damals bei St. Martin, sondern erst recht auch heute. Der Kindergarten fördert diesen Ansatz im täglichen Umgang miteinander. Die teilen ja teilweise ab und an mal eine Brotzeit miteinander und wir versuchen auch Spielsachen zu teilen. Ab und an kommen weniger mal rein von den Spielsachen, wo wir sagen, wir nehmen ein Stück raus. Und die Kinder teilen auch doch, wir sind da sehr sozial eingestellt. Also die Kinder sollen das Soziale an erster Linie lernen und da ist Teilen auch ein großer Punkt dabei. Mit ihren gebastelten Laternen gehen alle Kinder an diesem Vormittag noch zur Probe des Martinsspiels in die Kirche St. Martin, gleich in der Nachbarschaft. Die Kerzen sind jetzt am helllichten Tag noch nicht in den Laternen. Das heben sich die Kinder auf für den großen Martinsumzug am Montag. In der Kirche singen sie zusammen zur Einstimmung erst einmal Martinslieder. Ein paar Kinder sorgen dabei sogar schon für die musikalische Untermalung. Die Gitarrenbegleitung ist allerdings Sache der Chefin. Kindergartenleiterin Ingrid Reichert-Lagleder zupft die Saiten. Und dann proben die Kinder noch einmal ihr diesjähriges Martinsspiel. Allerdings eines, das mal ganz anders ist. Es handelt natürlich auch vom Teilen und Abgeben, aber es spielt im märchenhaften Dorf Wippidu. In dem Spiel geht es um kleine Menschen in diesem kleinen Dorf Wippidu, die eigentlich alle ganz harmonisch zusammenlebten, bis eines Tages dieser Zwerg aus dem Wald kam und dann diese schlechte Gesinnung. Also wir teilen nicht mehr, man ist nicht mehr füreinander da und dass dieses schlechte Stimmung machen, die Leute dann auch krank macht und zwar sehr schlimm krank gemacht hat. Und dann, Gott sei Dank, sie wieder sich zurückbesinnen, dass man die Fältchen teilt und der alte Zustand wieder hergestellt worden ist. Wir versuchen immer wieder, das anders zu vermitteln, also in Form von anderen Geschichten, damit man einfach merkt, aha, das ist irgendwo auch im Alltag mit drinnen und die Wippidula, die kommen jetzt praktisch, ist ein Dorf, man kann sich vorstellen, das gibt es wirklich. Und ja, wir versuchen es immer auf mehreren Schienen zu vermitteln. Selbst die Kleinsten können hier verstehen, dass Teilen glücklich macht. Und ein weiterer Aspekt kommt noch dazu. Der heilige Martin ist ein Vorbild, nicht nur, weil er seinen Mantel teilte, sondern auch, weil er die Not des Bettlers überhaupt bemerkt hat. Was mir auch wichtig ist, Anteil nehmen am Leben des anderen, mit ihm auch oft Gefühle teilen, seine Stimmungen teilen, also dass ich auch für andere da bin. Für andere da sein, ein schöner und warmer Gedanke, der dem heiligen Martin sicher ganz vertraut war. Der heilige Martin gehört wohl in fast allen Kindergärten einfach mit dazu. Es gibt Martinsgänse, Laternen zum Martinsumzug und vieles mehr. Überall lernen die Kinder zu teilen. So ist das auch in Siebnach im Unterallgäu. Hier hat der Kindergarten bei der Aktion Meins wird Deins – Teilen wie St. Martin mitgemacht. Und auch da waren wir vor Ort. Früh am Morgen im Kindergarten in Siebnach. Die Kinder rücken ihre Stühle zum vertrauten Stuhlkreis zusammen. Im Mittelpunkt steht heute ein Karton. Hier sollen die mitgebrachten Kleidungsstücke Platz finden. Denn die Kinder machen mit bei der Aktion Meins wird Deins – Teilen wie St. Martin. Das bedeutet, sie geben Kleidung, die sie selbst nicht mehr brauchen, an andere Kinder weiter. Neudeutsch könnte man sagen, St. Martin Reloaded. Wir beobachten das gerade so, wenn die am Esstisch sitzen, dann teilen sie sehr oft miteinander. Das beobachten wir halt gerade. Und
Also ich glaube, wenn man das den Kindern nahe bringt, und für uns ist das schon eine wichtige Geschichte, auch die St. Martins-Geschichte, dann verstehen die das sehr wohl. Jedes einzelne Teil wird mit großer Sorgfalt in den Karton gelegt. Es geht nicht nur um das Weggeben an sich, es geht auch darum zu verstehen, warum es richtig ist, zu teilen und anderen zu helfen. Für manche Kindergartenkinder ist das noch ein bisschen schwer zu verstehen. Fest steht aber, alle Kinder geben ihre Kleidungsstücke gerne weiter. Die Geschichte des heiligen Martin ist ihnen vertraut. Sie wird in der Zeit vor dem 11. November in jedem Kindergarten erzählt. Die Kinder wissen also, dass der Soldat Martin seinen Mantel mit einem Bettler geteilt hat. Und heute machen sie etwas ganz Ähnliches, nur eben auf eine Art und Weise, die ihnen möglich ist. Sie teilen ihre Kleidung mit Kindern, die nicht so viel haben wie sie selbst. Ein Hemd hast du mitgebracht. Und warum hast du das mitgebracht? Weil ich den anderen Kindern auch was geben will. Ein Pullover. Mhm. Und was passiert jetzt mit dem Pullover? Da kommt in die Erwachsenenhaftung. Und was passiert dann? Dann darf es ein Kind haben. Eine Weste und eine Jeans. Aha, und warum hast du die mitgebracht? Brauchst du die nicht mehr? Weil die mir zu klein sind. Der Karton ist voll, so wie letztes Jahr auch schon. Der Kindergarten in Siebdach macht bereits zum zweiten Mal mit bei der Aktion Meins wird deins. Ins benachbarte Ettringen zur Aktion Hoffnung ist es nur ein Katzensprung. Hier werden die Kinder und ihre Mütter von Geschäftsführer Johannes Müller begrüßt, der ihnen zeigen wird, wie es mit ihrer Kleidung jetzt weitergeht. Die große Kleiderkiste wird von allen gemeinsam reingetragen, mit großer Tatkraft und ganz viel Begeisterung. Hier vor Ort gehen die Kinder den Weg ihrer Kleidung ein kleines Stückchen mit. Sortiert wird nach dem Zustand und der Qualität. Jedes Kleidungsstück, das hierher geschickt wird, wird von unseren hauptamtlichen Mitarbeitern kontrolliert und nach Funktionalität und Sauberkeit überprüft und dann entsprechend in die Second-Hand-Shops gebracht und dort verkauft. Die Kinder aus Siebnach beobachten ganz genau, was mit ihren Sachen an diesem Tag geschieht. Sie lernen, dass jedes einzelne T-Shirt in die Hand genommen und geprüft wird. Der organisatorische Aufwand ist riesig. Ehe ein schönes T-Shirt zu einer guten Sache wird. Das werden sich die Kinder merken, denn die großen Kleiderhallen der Aktion Hoffnung mit ihren riesigen Kleiderbergen sind ganz schön beeindruckend. Bereits zum 17. Mal haben die Aktion Hoffnung und das Kindermissionswerk Die Sternsinger zur Aktion Meins wird deins, jeder kann St. Martin sein, eingeladen. Das Kleiderteilen ist dabei zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Fast 1000 Kartons kommen Jahr für Jahr zusammen. Das Teilen von Kleidung geht zurück auf den heiligen Martin. Er ist der Ideengeber für eine Initiative, die inzwischen weltweite Wirkung entfaltet hat. Die Aktion letztes Jahr hat über 10.000 Kilogramm an guter Kinderkleidung gebracht und einen Gegenwert von über 16.000 Euro, die wir ans Projekt übergeben konnten. In diesem Jahr kommen übrigens alle Erlöse aus der Aktion Meins wird deins Flüchtlingskindern im Libanon zugute. Die Kinder aus Siebnach und natürlich auch ihre Eltern haben mit ihrer Bereitschaft zum Teilen ein kleines bisschen mitgeholfen, damit die Welt für alle besser wird, nicht nur am Martinstag. Kommt in mein Haus. Das ist der Titel eines Kirchenführers, den der pensionierte Lehrer und Theologe Josef Gröpel in jahrelanger Arbeit erstellt hat. Darin präsentiert er die Baugeschichte und die Ausstattung katholischer und evangelischer Kirchen im Landkreis Augsburg. Und natürlich kommt auch die Theologie nicht zu kurz. Wir stellen Ihnen den Kirchenführer und den Autor jetzt vor. Es ist schon ein recht dicker Wälzer geworden, den Josef Gröpel vor kurzem veröffentlicht hat. Auf über 400 Seiten beschreibt er Kirchenschätze unserer Region, wie es im Untertitel heißt. Dafür hat er rund 70 sakrale Bauten im Augsburger Land erkundet und beschrieben. Darunter die Barockkirche St. Nikolaus in Großaitingen. Typische katholische Barockkirchen sind eigentlich nach diesem Muster, wie hier in Großaitingen, gebaut, ja, mit Chor, Raum und Langhaus und natürlich dann die Empore. Auch wenn es viele Gemeinsamkeiten gibt, hat doch jede Kirche ihre ganz eigenen Besonderheiten. Und das ist in St. Nikolaus nicht anders. Im Chorraum ist auf dem Deckenbild zu sehen die Himmelfahrt Mariä mit Gott Sohn und Gott Vater. Und der Heilige Geist ist hier zu sehen als junger Mann. Von ihm gehen 7 Strahlen aus
Das sind die 7 Gaben des Heiligen Geistes. Neben dem Baustil und der Innenausstattung der Kirchen hat sich Gröpel als Theologe natürlich auch mit dem Wandel im Glauben der Menschen beschäftigt. Er weiß, warum gerade die Pracht der Gotteshäuser damals so wichtig war. Ja, die Menschen der damaligen Zeit, die haben natürlich in ihrer Kirche immer gesehen, das Haus Gottes, die Pforte des Himmels, und man hat versucht, hier sie möglichst prächtig auszustatten. Wir haben auch mit Gold verzierten Skulpturen zum Beispiel, ja. Und das war einfach für die Menschen eine Heimat, eine geistige Heimat, ja, in der sie sich wohlgefühlt haben. Und deswegen musste sie so prächtig ausgestattet sein. Es war eben der Zeitgeist damals, ja. Ganz anders sehen die sakralen Bauten der jüngeren Vergangenheit aus, zum Beispiel die Dreifaltigkeitskirche in Bobingen. Josef Gröpel hat sie für sein Buch des Öfteren besucht und festgestellt, dass es trotz des völlig anderen Erscheinungsbildes der Kirche viele Gemeinsamkeiten mit anderen Gotteshäusern gibt. Diese Kirchen enthalten natürlich auch viele Kunstschätze, wie wir ja auch hier an dieser evangelischen Kirche in Bobingen sehen können. Zum Beispiel auf dem Hochaltar diese Bronzetafel und natürlich vor allen Dingen auch im Westen, an der Westwand, dieses schöne Mosaik von Erich Schickling. Obwohl Josef Gröpel selbst katholisch ist, beschreibt der Kirchenführer ganz bewusst auch verschiedene evangelische Kirchen im Landkreis Augsburg. Aus ökumenischer Sicht habe sich in den letzten Jahrzehnten viel getan, sagt der 80-jährige pensionierte Lehrer. Und das sei auch gut so. Ich bin selbst in meiner Kindheit in ein Gebiet aufgewachsen, das also überwiegend evangelisch war. Und ich muss sagen, die Christen müssen heutzutage zusammenhalten. Und deswegen befürworte ich natürlich die Ökumene sehr. Wie vielfältig und voll von kunsthistorischen Schätzen die sakralen Bauten in der Region sind, das belegt das Buch von Josef Gröpel auf eindrucksvolle Weise. Das war's von uns für diese Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächsten Sonntag wieder. Machen Sie's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.